Rentner. Wir denken heute am 8. Mai des Sieges der antifaschistischen Truppen und Partisanenverbände über den deutschen Faschismus. Befreit wurden an diesem Tag die Völker Europas und die letzten überlebenden Antifaschistinnen in den Lagern und Kellern Deutschlands. Wir haben als Linke vor Jahren schon gefordert, diesen Tag als Feiertag zu begehen. Das war leider nicht umsetzbar. Wir fordern weiterhin, dass der 8. Mai ein Gedenktag, ein Feiertag ist, an dem wir den Sieg der antifaschistischen Truppen über das deutsche faschistische Regime würdevoll gedenken. Ich schätze